Er ist mit seiner Ahnin beschäftigt. Jetzt lass ihn doch aber mir. Ich glaube, Ferusef ist der Titel des Meisterbibliothekars. Und der Geist, mit dem wir gesprochen haben, heißt Asselaman. Ah, Asselaman? Hat dich gerade beschäftigt? Wir benötigen eure Hilfe. Was wünscht ihr? Wo finden wir den Index dieser Bibliothek? Welches Buch braucht ihr? Hier, ich zeig mal auf diese Seiten. Hier, diese beiden Bücher. Das sehen mich zuerst. Folgt mir. Oh, und wenn wir schon dabei sind, ich hätte ein Interesse an der Baro Barbaraba. Wenn ihr die hier habt, ich weiß nicht. Das ist ein sehr spezielles Buch. In einem anderen Trakt. Gut. Ihr könnt einen Windzug spüren und ihm folgen und dann bleibt der Windzug bzw. ihr vor einer kleinen Blutpfütze stehen. Ah, hier ist anscheinend passiert, nicht wahr? Das Buch ist nicht da. Nun, es wurde gestohlen. Und ihr habt es nicht gemerkt? Ich kann nicht überall sein. Dafür habe ich meine Büchermeister und seine Lakaien. Fehlt das zweite Buch auch? Die Pforte nach Jal zu Gott? Du spürst, wie der Windzug wieder etwas vorbeiflirrt und dann aus einer weiteren Ecke, also ungefähr 20 Meter weiter, hörst du dann sein Wispern. Es fehlt auch. Gut. Dann kann sich eure Nachfahren vielleicht gleich bewähren. Karianna, wir haben einen starken Verdacht, wer euren Vater ermordet hat. Sie steht noch immer am Eingang. Oh, und was ist mit Kanazitiana? Was soll ich jetzt tun? Nun, ich dachte, so Bibliotheken und so sind genau euer Ding. Ja schon, aber bisher wurden die noch nie von einem Geist geleitet. Während wir hier unterwegs sind, wärt ihr wohl so freundlich, das Buch Barobaraba suchen und für mich auszuleihen? Ich werde selbstverständlich eine Gebühr hinterlegen, sofern das notwendig ist, Herr Geist. Ich weiß nicht, wie das hier läuft. Und wir gucken, dass wir euch die Bücher zurückbringen, die auf so rüde Art und Weise entwendet worden sind. Ihr dürft es hier lesen oder eine Kopie anfertigen. Oh, wunderbar. Das werde ich sofort machen, eine Kopie. Großartig. Ich hoffe, ihr schreibt Angram. Ja, wenn ihr mögt, dann auch in Angram. Ausgezeichnet. Ich werde es schon finden. Danke, Mr. Geist, Herr Salemann, ihr müsst mich nicht führen. Damit geht Kanazitiana allein in der dunklen Bibliothek. Verloren. Nun, ich würde gern hierbleiben, aber es gilt wohl, ein Mörderding festzumachen. Und ein Buch zurückzubringen, beziehungsweise zwei Bücher. Nun, dann auf. Auf. Ja, ich streiche mal liebevoll über die Seiten. Und bin ich hier, muss schwer gehen. Naja, du kannst ja danach wiederkommen, aber mir. Ich glaube nicht, dass das ein langfristiger Ausflug wird. Ja, jede Minute ist zu viel. Aber, nun ja. Wie immer. Immer, wenn man etwas Schönes gefunden hat, muss man gehen. Nun, Abel. Naja, ich gehe doch überall hin, wo du hingehst. Also ich weiß nicht, was du meinst. Ja. Und Angoschmenia ist auf dem Schiff. Ja, richtig. Ja. Ich glaube, das könnte vielleicht auch ein längerer Ausflug werden. Ich meine, wenn Abel mir sagt, die Buch, was sie geklaut hat, ist über eine versunkene Stadt oder eine Stadt im Meer und sie ist erst vor kurzem geflohen. Wir werden sie schon finden und bestrafen. Haben wir überhaupt das Recht, sie zu bestrafen, eine Geweihte? Aber mir. Was sagt ihr dazu? Nun, die rechtliche Situation ist, dass wir es hier mit einem Protektorat zu tun haben.
Wir haben allerdings selbst eine Swafnir und zwei Effort-Geweihte an Bord. Ich denke, dass sie in dieser Sache ein Mitspracherecht haben sollten. Aber dafür müssen sie wohl, wir sie wohl erst einmal erwischen. Liebe Freunde, haben wir morgen beim Packen gesehen. Hatten wir nicht mit dem Metropoliten gesprochen, diesem Mann in der Hütte am Fluss? Ja, er ist bei uns an Bord inzwischen. Dann sollten wir vielleicht ihn fragen. Naja, nun, wie gesagt, erst einmal müssen wir sie haben. Ja, richtig, ja. Wir müssen die erstmal haben. Dann können wir uns ja immer noch Sorgen machen, wie wir was machen. Als ich, jemand, der schon einmal durch unrechtmäßige Rechtsprechung hinter Gittern gelandet ist, auf dieser furchtbaren, praios-gefälligen Insel, muss sagen, wenn es Kirchenrecht ist, sollte dieser Mann ein Mitspracherecht haben als Metropolit. Aber jetzt müssen wir sie erst einmal dingfest machen. Also, aber auf. Kann er Ihnen nicht als Oberhaupt einer Kirche auch ihre von den Göttern gegebene Macht wieder entziehen, sodass sie die nicht gegen uns einsetzen könnte? Oder kann sie das gar nicht, weil das gegen Effort wäre? Ist eine schwierige Interpretationsfrage. An sich nehmen nur die Götter die Macht eines Geweihten. Das kann natürlich aber auch durch die Hand anderer Geweihter passieren. Also beispielsweise, wenn ich gegen Chor handeln würde, würde Chor mir seinen Segen entziehen und dann würden andere Chorgeweihte kommen und mich umbringen. Steht ihr? Ja. Aber dieser seltsame Freund von Jalan zum Beispiel hat noch Praios Rückendeckung. Auch wenn die Kirche sicherlich nicht mehr hinter ihm stand. Ja, das kann gehen natürlich auch. Aber in der Regel, wenn du den guten Willen deiner Gottheit verlierst, dann dauert es nicht mehr allzu lange, dann verlässt du Dere. Ach, welcher seltsame Freund von Jalan meint ihr denn? Er hat so viele. Ja, den diesen mit seinem goldenen da, ja genau. Ah, den, wo ihr den Schädel habt klauen lassen. Ich erinnere mich. Wir nehmen Karjana mit. Also wenn sie am Eingang steht, sage ich das gleiche nochmal. Achso, ja, die Situation und möchte sie mitnehmen. Gut, dann kann sie mitkommen. Sonst wäre sie hier geblieben bei Azellaman, aber wenn du sie mitnehmen magst, dann kommt El Cobra mit. Ich warte, wenn wir ein Stück gegangen sind und frag sie mal, und? Was haltet ihr von ihm? Tja, wie gesagt, mit deinem Geist hatte ich bisher noch nicht viel zu tun, aber ich spüre eine Verbundenheit mit ihm, die nicht natürlich ist. Und das ist nichts, was ein Ban Baladin hervorgerufen hat. Oh ja, Ban Baladins sind ja auch nicht besonders effizient, wenn man an die Armbrust denkt. Ich glaube, eure Blutlinie hütete ein Geheimnis. Es muss einen Grund geben, wieso er unbedingt jemanden von seinem Blut braucht, um das Amt des obersten Bibliothekars zu übernehmen. Das werde ich herausfinden. Mein Vater interessiert mich zwar trotzdem kein Stück, aber die Blutlinie schon. Eure Mutter oder Meisterin war in Sorge, dass ihr auch dem Wahnsinn verfallen könntet, wie so viele. Macht ihr euch diese Sorgen auch? Sie hat bisher noch nie mit mir über den Wahnsinn oder meinen Vater gesprochen. Und auch die Blutlinie nicht. Wie gesagt, ich bin aus einem Ei geboren. Mein Vater spielte nie eine Rolle. Dieses aus einem Ei geboren sein ist ein besonderes Zeichen der Gunst eurer Göttin. Oder? Ja. Sulamin, wir kennen das. Die Frau, die wir damals mitgenommen haben. Die hat das auch für sich beansprucht, meine ich. Aber ihr seid doch ebenso von der Göttin auserwählt, oder nicht? Nun, gewissermaßen. Ja. Und auch meine Geburt war von besonderen Umständen begleitet. 12 Monate wart ihr schwanger, beziehungsweise eure Mutter. So wie Pferde. Ich wusste nicht, dass man im fernen Selem davon gehört hat. Ich kannte euch bisher nicht. Aber es steht doch dort. Wie? Das steht doch dort. In deiner Seele. Ich sagte ja, ihr sollt sie nicht unterschätzen.
Ich unterschätze sie nicht, Boltax. Wenn ihre Göttin sie auserwählt hat, dann ist das vielleicht der beste Schutz überhaupt gegen den Wahnsinn. Hm. Darf ich euch etwas zeigen? Eine Erfahrung, die Zulamin und ich gemacht haben mit einer eurer Art. Hm. Ihr habt etwas beschützt. Und vielleicht ist es wichtig für euch, das irgendwann einmal zu verstehen. Nicht hier auf der Straße. Nein, nicht hier auf der Straße, aber bei Zeiten. Bei Zeiten. Aber es gibt hier eine ganze Menge von Frauen wie mir. Sie sind zwar nicht allgeboren, aber Hexen sind es wohl doch viele. Ich habe zwar Salem noch nicht verlassen, aber mir wurde gesagt, dass es außerhalb wenige von uns gibt. Ja, ich kenne auch eine. Also ich kenne viele andere Hexen, müsst ihr wissen. Eine Lachshexe zum Beispiel und noch viele andere. Da habe ich mir nicht gemerkt, was das für Hexen waren. Wusstet ihr, dass ich ein Auserwählter bin? Auch das steht in euch geschrieben. Seht ihr? Ha, ich habe es euch allen gesagt. Ihr seid aber alle auserwählt. Natürlich, aber die anderen spielen das immer so runter. Und tragen es nicht offensiv heraus. Naja, Boltax, auserwählt zu sein, ist nicht grundsätzlich was Positives. Manche von uns sind für ein grausames Ende auserwählt. Also wir alle vermutlich. Außerdem wirkt es doch ein wenig selbstherrlich, wenn man sobald vorstellt, sagt, ich bin auserwählt. Aber wenn es wahr ist? Deswegen muss man ein bisschen auch nicht mit rumprallen. Naja, nichts mit Prallen zu tun. Es ist einfach eine Aussage, die meinen Standpunkt untermauert. Ihr wollt damit prallen. Das drückt ihr damit aus. Das ist überhaupt nicht wahr. Als fehle es mir jemals einzuprallen. Aber mir nichts lege mir ferner. Naja, also ich habe schon das eine oder andere Gespräch mit Angoschmia überhört, Boltax, und deine Geschichten sind ja gar malerisch. Natürlich sind sie malerisch. Ich bin ein Meister der Worte. Ja, ja, wie schnell du da von Feind zu Feind gesprungen bist und wie schnell sie gefallen sind, also... Nun, immerhin habe ich den schwarzen Drachen getötet. Und Xeran. Geil. Ja, richtig, genau so habe ich das in deinen Geschichten auch gehört. Hm. Mhm. Aber er ist nicht auserwählt, er ist nur berührt. Sie deutet auf Ronga. Ronga, mach dir nichts draus. Naja, das muss dir jetzt nicht peinlich sein. Also, ich ist mir wirklich nicht peinlich. Das mit dem grausamen Tod entkomme ich sehr gerne, aber... Na, da brauchst du keine Sorgen machen, die nehmen dich mit. Nein, gibt es vielleicht noch einen für einen Hoffnung. Den grausamen Tod wirst du trotzdem erleiden, aber du bist nicht auserwählt, sondern berührt. Das ist ja der Grund für deinen grausamen Tod. Ich greife nach meinem Flachmann und möchte den lehren. Man kriegt ja nicht ständig seinen grausamen Tod prophezeit. Vermutlich wirst du qualvoll ertrinken. Naja, das ist was? Nicht besonders hilfreich von euch. Naja, aber ich habe was Hilfreiches. Ich habe schon einige Menschen ertrinken sehen und ich habe auch schon manche Silenzium Menschen... auf Ronga. Tut mir leid, aber ich will ihn nicht in... Ich möchte ihnen dieses Schicksal ersparen, dass sie ihm jetzt irgendwas einredet. Er ist jetzt für 5 Minuten taub. Das macht's besser. Ja, ich merke das natürlich nicht und verhöre weiter aus. Ich habe ja auch schon einige Menschen unter das Wasser gedrückt und der Trinken ist ganz grausam. Also wenn du kannst, würde ich das an deiner Stelle frühzeitig abbrechen. Ronga schaut dich fragend an, hebt deine Augenbraue. Haben wir jetzt alles gesagt, was wichtig wäre? Naja, seid ihr euch sicher, dass er ertrinkt? Ich habe ja ehrlich gesagt gedacht, dass er irgendwie von Dämonen zerrissen wird. Seid ihr euch sicher? Zumindest die Vermutung angestellt. Die Art und Weise seiner Berührung ist außergewöhnlich. Ihr müsst mir mal mehr über diese Ei-Geschichte erzählen. Das ist jetzt ja schon irgendwie ganz faszinierend. Wie funktioniert denn das? Ja, sie wurde aus einem Ei geboren.
Ja, aber wo kommt das Ei her, Boltax? Und wie groß war das Ei überhaupt? Auch eine gute Frage. Naja, also, junge Dame. Eine gute Frage, wie alt seid ihr eigentlich? Ich bin vor 30 Jahren geboren. Ihr seht keinen... Wie alt sieht die Frau denn aus? Unbestimmbar, also sie ist unglaublich hübsch, ihre Augen leuchten. Du kannst es nicht wirklich einschätzen, also wenn sie sagt 30, wird sie vielleicht auf Anfang 20 schätzen. Gerade für Selem gut gehalten. Ich würde mal unhöflich kurz vor ihr herlaufen und ihr genau ins Gesicht gucken. Naja, wenn ihr das erlaubt. Also 20 Götterläufe würde ich schätzen. Oder nicht? Herr Boltax, du erkennst das nicht. Für dich sehen wir alle gleich aus. Abelmir, Zulami, was meint ihr? 20 Götterläufe, kein Tag älter. Ihr habt euch aber sehr gut gehalten hier. Sie ist eine schöne Frau, aber man sieht das in ihren Augen. Sie hat etwas gesehen von der Welt, auch wenn es nur Selem sein mag. Naja, ich lasse den Silenzium jetzt mal wieder fallen, wo sich das Ganze beruhigt hat. Ja, Ronga hat währenddessen ziemlich irritiert zwischen euch hingeschaut, hat den Mund geöffnet, hat versucht was zu sagen, realisiert, dass die Konversation zwischen euch aber weiterging und dann nur weiter irritiert auf seinen Flachmann geschaut, bis er dann den Rest, was dran war, ausgekippt hat. Ich flüstere dir zu. Na, das ist Selem. Ich höre euch wieder. Scheiße, irgendwer hat mir was meinen Flachmann getan. Mann. Macht nichts mit dem Trinken eines Mannes. Man spielt nicht mit dem Alkohol eines Mannes. Wer tut denn sowas Grausames? Geht's euch gut? Nein, mir geht's nicht gut. Irgendwer hat mir was ins Trinken getan. Vielleicht solltet ihr weniger trinken. Naja, oder mehr. Also, jetzt ist auch egal, würde ich behaupten. Ich will mich offensichtlich irgendwer vergiften und das hat vielleicht was mit dieser Berührung zu tun, von der du vorher noch gesprochen hast. Nein, das sind die Sumpfgase. Ronga, das passiert hin und wieder mal euch Menschen. Siehst du, da vorne ist ein Sumpfloch und da kommen Gase raus und du hast vielleicht etwas zu viel von diesen Gasen eingeatmet. Mach dir also keine Sorgen, alles ist gut. Vertrau mir einfach. Ja, während du das sagst, ihr blickt noch einmal um, ihr steht direkt vor dem Effort-Tempel. Das Sumpfloch existiert hier tatsächlich, aber direkt auf dem Marktplatz oder dem Vorplatz des Tempels. Und so starrt euch der Tempel düster an und lockt euch hineinzutreten. Naja, ich nehme mal an, ich gehe vor, es sei denn, jemand anders möchte sich unbedingt freiwillig melden. Habe ich mir gedacht. Ja, ich gehe mal vor. Wenn ihr wieder den düsteren Tempel betretet, könnt ihr sehen, wie in der Mitte ein großer Reisesack, wie ihn wohl die Seefahrer benutzen, liegt und ein zweiter, der direkt daneben ist, nicht weniger klein. Aus der Sakristei im hinteren Bereich könnt ihr Krachen hören. Macht euch bereit und ich würde mal in Richtung Sakristei laufen. Ich würde mir die beiden Säcke umschubsen und sie entleeren. Ja, sehen also aus wie Diebe. sechs Tanten, Fernrohre, die dir da entgegenpurzeln, einige Muscheln, so ein paar Seekarten, die rauspurzeln und viele wetterfeste Kleidung. Gut. Nachdem ich eigentlich einen Zahn gefunden habe, wo ich sie unbedrückt zurücklassen und ihm folgen einfach. Ja, ihr könnt in der Sakristei erkennen, wie dort Ephanora Nie Inverik steht und wohl an irgendwelchen Regalen noch die letzten Habseligkeiten zusammenscharrt. Es liegt viel auf dem Boden herum, teilweise zerbrochene Tonkrüge oder irgendwelche Muscheln, die normalerweise heilig wären, liegen auch hier zerbrochen. Irgendwelche Flüssigkeiten, die sich in der Menge vermischen und zu einem braunen Sud geworden sind. An einigen Stellen blubbert es wohl. Irgendwelche Chemikalien, die da wohl miteinander reagieren, scheint sie alles nicht zu interessieren. Sie kramt gerade die letzten paar Sachen zusammen und blickt dann mit einem fahrigen Augen in eure Richtung. Ihr seid wieder da.
Ja? Naja. Ich bin eigentlich schon weg, was wollt ihr? Würdet ihr kurz mit mir reden? Nur fünf. Ja, fünf. Aber ihr seid nicht alleine, oder? Da sind noch andere. Ich höre sie doch. Seid ihr alleine? Nein, die gleichen sind gekommen, die mit dir die letzte Mal auch schon gekommen sind. Den Zwerg, da kenne ich nicht. Hallo? Den Zwerg kenne ich nicht. Der ist neu, das stimmt. Voltax. Aber ich kenne den Zwerg. Ich habe wohl keine Wahl. Ich habe nichts getan. Was wollt ihr? Wie geht's euch? Ich muss los. Miamat ruft. Ja, das wissen wir. Sollten wir euch daran erinnern, dass ihr die Bücher zurückgebt, bevor ihr aufbrecht? Die ihr aus der Bibliothek entliehen habt. Nein, ich habe keine Bücher entliehen. Seid ihr euch da sicher? Ich wurde abgewiesen. Ihr seid eine schlechte Lügnerin. Nein, ich wurde abgewiesen. Sie wollten mich nicht haben. An dem Tag. Ich möchte tatsächlich mal Menschenkenntnis würfeln. Was klingt jetzt gar nicht so unglaubwürdig? Ich würde die auch nicht reinlassen. Sie haben mich abgewiesen, also habe ich die Bücher mitgenommen. Ja, genau, das ist das Problem. Also, du erkennst keine Lüge in ihren Augen. Sie wurde wohl tatsächlich abgewiesen. Naja, also vielleicht habt ihr euch an dem Tag denn frische Klamotten angezogen. Vielleicht haben sie euch deswegen nie reingelassen. Die habe ich schon seit einer Woche an. Wenn Zulamin eine beispielhafte Menschenkenntnisprobe würfelt, vielleicht mit mehr als 2 Punkten, Doppel 1, Dankeschön, 34 Punkte. Also sie lügt auch nicht, wenn sie sagt, sie hat die Bücher ausgeliehen. Sie hat sie nämlich nicht ausgeliehen. Sie hat sie geklaut. Sie hat sie gestohlen, ja. Gut, dann füge ich das einfach hinzu, denn... Nun, ihr habt sie auch nicht direkt offiziell ausgeliehen, nicht wahr? Ihr habt sie eher mitgehen lassen. Die Bücher gehören sowieso der Kirche. Ihr habt den Bibliothekar getötet. Was? Ja, gebt es doch zu. Wie kommt ihr darauf? Er war euch im Weg, er überraschte euch und ihr habt ihn getötet. Nachforschungen. Das Blut an den Händen. Altulamitische Effort-Verehrung. Alles deutet auf Miamat. Ein schwarz-silberner Blutroche unter einer silbernen Krone. Er kommt, der Gott kommt. Welcher Gott? Der Blutrochenkönig. Er kommt, er ist auf dem Weg hierhin und die Seeschlangen auch. Krakons verborgener Speer. Die Höhlen von Miamat. Frimla, Frimla.